So, und es geht auch schon weiter mit Kingdom Hearts 2. Beim letzten Mal haben wir Luxor besiegt und jetzt ist der nächste dran. Und der befindet sich hier oben. Und ja, das ist. Es unbeschadet bis hierher geschafft zu haben, spricht für dich, Roxas. Schon wieder dieselbe Leier. Ja, er ist schon. Anderer Name, gleiches Schicksal. Sykes. Kennst du sie, die Kraft des Mondes? Der hat schon ein bisschen mehr drauf als Luxor, aber auch nicht allzu mehr. Kann ihm auch ziemlich am Rad drehen, wenn er will. Ja, und sein Berserker können wir zunutze machen, wenn wir damit mal treffen. Stimmt, erst dann können wir ihn treffen, wenn wir ihn so getroffen haben. So, der kassiert erstmal schön Schaden. Danke, Donald. Ja, mach ruhig deinen Kram. Jawoll! So, und jetzt Meisterform. Oh nein! Ach, scheiße. Das habe ich vergessen. Ich vergesse das jedes Mal. Ich vergesse jedes Mal, dass das nicht bei Bosskämpfen funktioniert. Wahrscheinlich, weil ich so versessen auf Schaden bin. Also, was den Gegner betrifft. Das war jetzt ein blöder Zug, jetzt kann ich da relativ wenig machen, glaube ich. Ja. Das war ein blöder Zug. Das war ein sehr blöder Zug. Denn ich kann ihm so keinen Schaden machen. Zum Berserker-Teil. Ach so. So, friss das. Komm ruhig her, Sykes. Und Sykes ist tot.
Nein. Kingdom Hearts. Wo ist mein Herz? Ich verstehe das nicht. Warum nennen die mich denn alle Roxas? Ganz einfach, Sora. Roxas ist dein Niemand. Mein... Niemand? Aber das ist verrückt. Ich bin nie zu einem Herzloh. Ach ja, stimmt. Es geschah, als du zu meiner Rettung kamst. Weißt du noch? Xemnas hat Roxas gefunden. Er konnte das Schlüsselschwert einsetzen, weil er dein Niemand war. Deshalb hat ihn Xemnas in die Organisation aufgenommen. Aber Roxas hat sie verraten. Danach habe ich ihn bekämpft, im Glauben, du würdest dadurch erwachen. Ich verlor. Aber als wir uns wieder trafen, stellte ich sicher, dass ich der Stärkere war. Vielleicht hätte ich gar nicht gegen ihn kämpfen müssen. Ich denke, er verließ die Organisation, weil er dich treffen wollte. Roxas. Ich wünschte, ich könnte ihn treffen. Also dann, gehen wir. Ja, so kam das nämlich damals. Roxas ist nämlich abgehauen, weil er Sora treffen wollte. Wofür dieses Schloss wohl gebaut wurde? Sehr mysteriös. Ihr habt also all diese Abenteuer erlebt, während ich ein normales Leben gelebt habe? Warum muss ich immer vor außen bleiben? Ihr müsst mir später unbedingt davon erzählen. Ich habe Roxas durch einen Mann namens Diss getroffen. Zuerst habe ich Diss nicht getraut, aber wir brauchten beide jeweils die Hilfe des anderen. Rico wurde ja ein Opfer von Anzems Rache. Ja, und das wurde dann aus ihm. So, das hatten wir schon. Ich bin erschöpft. Lass uns eine Pause machen, bevor wir gehen. Okay, weiter geht's. Ist noch einer übrig. Xemnas. Der Boss der Organisation. Anzem? Ich bin ein Narr. Ich habe jahrelang die Funktionsweise des Herzens erforscht. Und dennoch nichts dabei gelernt. Was soll das heißen? Keiner weiß, was beim Entschlüsseln von Herzen geschieht. Die Bewohner meines Twilight Town waren Datengeschöpfe, basierend auf echten Herzen. Ich war überzeugt, dass sie so denken und handeln würden, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber das war ein großer Irrtum. Ein Herz ist weit mehr als nur ein System. Ich merkte es, als ich Roxas und Kairis Wege kreuzten. Ich begriff, aber ich war zu stur, um es zu akzeptieren. Es ist immer das Gleiche. Immer will mein Geist Dinge erfassen, die mein Herz längst weiß. Darum versage ich. Während ich dabei war, Sora zurückzubringen, hatte ich so viele Pläne im Hinterkopf. Doch kaum war Sora eine aktive Person, war alles dahin. All meine Forschung und Pläne waren nichts im Lichte des Herzens dieses einen Jungen. Anzem, die Maschine!
ein weiterer Beweis dafür, dass Herzen sich nicht in Daten umwandeln lassen. Lauft, mein Freund. Sie wird explodieren und alles könnte geschehen. Aber, Eure Majestät! So, jetzt hast du es in der Hand. Und Roxas, auch wenn du mich nicht hörst, es tut mir leid. Anthem! Mein Herz sagt mir, was ich tun muss. Bitte erlaubt mir, ihm Folge zu leisten. Nein! Riku! Sein Herz hat entschieden. Daran können wir nichts ändern. Ich habe mich schon gefragt, wer es wagt, Hand an mein Kingdom Hearts zu legen. Und welche Überraschung. Ich treffe die gesamte Bande an, wie überaus praktisch. Anthem der Weise. Welch jämmerlicher Anblick. Lach du nur. Das ist die Strafe dafür, dass ich deine närrischen Absichten nicht erkannt habe. Schüler werden oft wie ihre Lehrer. Und einem Narr folgt auch nur ein Narr. Schließlich wäre nichts von alledem geschehen, gäbe es dich nicht. Du bist der Ursprung aller Herzlosen. Deine Forschung war es, die letztlich mich ermutigt hat, weiterzugehen, als du es je gewagt hättest. Ich gebe es zu, meine Ignoranz hat für Chaos in mehr als nur einer Welt gesorgt. Aber wonach strebtest du? Du hast mich beseitigt, um meinen Namen anzunehmen und das zu erforschen, was besser unter Verschluss geblieben wäre. Ist dies die Antwort, die du gesucht hast? Ja, und mehr noch. Ich führe fort, was du selbst begonnen hast. Herz für Herz erschaffe ich eine ganz neue Welt. Ich dachte, du würdest mich dafür loben, aber alles, was du tust, ist mir im Weg zu stehen. Aber ich verstehe das. Im Gegensatz zu mir hast du ein Herz. Und das vermagst du nicht zu kontrollieren. Zerfressen von dem Neid auf deinen Schüler, der dich übertroffen hat. Xehanort, närrischer Schüler eines närrischen Mannes. Du hast niemanden übertroffen. Nur bewiesen, wie wenig wir beide doch wissen. Wir mögen zwar behaupten, das Herz zu kennen, aber das Wesentliche bleibt uns verborgen. Zu Beginn waren wir beide ignorant und unbeirrt. Ich fürchte, dass jede Welt, die du zu erschaffen sinnst, jede Welt von dir kreiert, ein Reich der Ignoranz wäre. Und deshalb bist du mitsamt deiner Schöpfung dem Untergang geweiht. Genug der Rede. Riku, du weißt, was zu tun ist. König Mickey, mein Freund, vergib mir. Leb wohl! Riku!
Riku! Wow. Riku! Anzem meinte, alles könnte geschehen. Riku, willst du das nicht abnehmen? Oh. Wofür war die? Seine Augen konnten nicht lügen. Lügen? Und wen wolltest du zum Narren halten? Na, na? Mich selbst. Riku, also wirklich, wieso wolltest du das alles eigentlich alleine durchstehen? Du hast doch Freunde, jede Menge sogar. Etwas schon vergessen? Ich werd's dir sagen. Ich bin nicht so einfach gestrickt wie du. Sag das nochmal! Was machen wir jetzt, Riku? Wir müssen Xemnas besiegen. Er ist der letzte Überlebende der Organisation. Genau. Dann los! Und er hat ein wunderschönes neues Outfit bekommen! Und Riku ist wieder da! Und zwar jetzt diesmal auch im Team. So, und wir kämpfen uns weiter, denn Xemnas ist der letzte Überlebende. Und muss aufgehalten werden. Wir werden auch schon gleich begrüßt von einigen Niemanden. Und tschüss. So, das letzte Stückchen auf dem Weg zur Spitze des Schlosses, wo uns das grande Finale erwarten wird von Kingdom Hearts 2. Also letzter Kampf in dem Sinne. So, und Riku wird jetzt an unserer Seite gegen Xemnas kämpfen. Und er wartet an der Spitze des Schlosses. Da liegt noch was. Ein Duktilstein. Ja, komm, lassen wir mal außen. Lassen wir mal gerade außen vor. Und kämpfen uns jetzt ganz schlicht und einfach durch. Abwehrkraft nochmal bekommen. Ja, und Riku hat den dunklen Schild, das kann uns vor Attacken schützen. Wenn man es richtig timet. Also ziemlich praktisch. Und beim nächsten Speicherpunkt werde ich dann auch den Part beenden. Das war den optimalen Speicherpunkt auch haben. Für den nächsten Part. Der letzte wird es, glaube ich, nicht, denn der Kampf gegen Xemnas wird lang. Das sage ich jetzt schon mal. Aber es wird ziemlich cool werden. Und wir haben nur noch einen einzigen Speicherpunkt. Und den werden wir auch nutzen, um nochmal abzuspeichern.
Ja, dunkle Aura ist schon eine ziemlich coole Statusattacke. Bam. So, zwei Plattformen haben wir noch. Noch so ein Typ hier. Werd auch, bevor es losgeht, nochmal die Niemanden und Herzlosen zeigen, die wir noch getroffen haben. Mit ihren Blöcken. Noch so ein Fuzzi. So, weg mit dir. So, bam. Da haben wir noch was. Sora, Riku! Das könnten ein paar zu viel sein. Zusammen werden wir sie aufhalten. Geht jetzt und überlasst diese Kreaturen uns. Aber wir kommen niemals alleine gegen alle an. Sie knöpfen sich Xemnas vor. Und wer, glaubst du, ist wohl der einfachere Gegner? Wenn du mich so fragst, ich will hier nur weg. Na, dann lauf doch. König leicht Matrose ist. Zeit, den Anker zu lichten, Kapitän Carlo. Das sinkende Schiff verlassen kommt nicht in Frage. Sora, Eure Majestät, wenn ich sie alle ausgemerzt habe, soll als Dank dieses Schloss mein sein. Genau, die Gelegenheit, dass einem der König mal was schuldet, muss man beim Schopfe packen. In den Kampf! Beeilen wir uns! Aber... Sie folgen nur dem Ruf ihres Herzens. Wir dürfen sie nicht abhalten. So, ist da noch ein Speicherpunkt oben? Müsste eigentlich, oder? Nein, keiner. In dem Fall machen wir hier einen Schnitt rein. Und ja, das gucken wir uns beim nächsten Mal bei Kingdom Hearts 2 an. Also bis dann, Leute. Ciao.